Hey, was machst du hier? Wer bist denn du? Was machst denn du hier? Sieht aus wie ein Tonmann. Erzähl mal, was machst denn du hier? Ja. Hatten hier vor uns jemand, der hat das auch gemacht und jetzt bist du jetzt ja die Ablöse oder was? Erstaunlicherweise bin ich zwar optisch die Ablöse, aber... Auch akustisch? Aber akustisch nicht. Wenn ich die anderen Takes mir durchhöre, ist es dieselbe Stimme wie ich, ohne Scheiß. Krass. Krass, unfassbar. Aber du machst trotzdem dasselbe wie der andere Tonmann vor uns, oder? Ich gehe mal davon aus. Weißt du es oder gehst du nur davon aus? Ja, also ich fange das ein, was soweit... Ja, ich meine, ich stehe da mit an dem Puzzle und fertig. Was gibt's denn dazu zu sagen? Ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was zu dem Film. Vielleicht kannst du ja schon was verraten, um was es geht. Was hier gedreht wird bei diesen Treppen. Ich weiß nicht, ob der Mr. Axton da was dagegen hat, wenn ich jetzt irgendwie was erzählen würde. Ich denke, so ein bisschen was anteasern. Ja gut, dem Artikel der Freien Presse nach zu beurteilen, kann man ja schon sagen, es geht um soziale Medien, Social Media. Diese widerspenstigen Hintergründe, was es damit auf sich hat. Und die Schattenwelt steht das mit drin. Also ich zitiere jetzt nicht raus, ich sage das alles aus eigenen Erfahrungen. Und es hat auf jeden Fall was Widerspenstiges von der Handlung her. Natürlich typisch Benjamin Axton-like. Und schauen wir mal. Wir haben schon gehört, es gibt drei Charaktere, also drei Charaktere in dem Film. Weißt du, wie die heißen? Weißt du, ich mit Namen habe ich es nicht so. Ich weiß auch noch nicht mal, wie die Charaktere von seinen letzten Filmen hießen. Aber hier Emrika, Erika und Dorothea. Also drei Mädchen sozusagen. Das sind drei Mädchen. Also eine ist jetzt ein Mädchen, genau. Aber die war das nicht immer, also die war erst ein Mann, oder was? Die war das, also um es Daniel Hoffmann soweit nachzuurteilen, wenn das so hieß. Also die anderen zwei, also das eine ist ein Mädchen und das andere nicht. Und da gibt es noch andere zwei Personen. Also das eine ist auch ein Mädchen und das andere, das weiß ich jetzt nicht mal so genau. Aber es sind drei. Also jetzt habe ich schon vier gesagt, ne? Weißt du, darum bin ich auch Tonmann geworden, weil ich es in Mathe nicht gebracht habe. Aber beim Ton braucht man, da hat man auch was mit Zahlen zu tun. Gerade jetzt wie viel Herz oder so, oder Lautstärkenstufen oder so. Du kannst hier... Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Kannst du schon was über den Regisseur sagen? Wie macht er sich hier so am Set? Wie ist die Stimmung eigentlich hier am Set? Ist die gut? Seid ihr alle gut ernährt? Also kriegt ihr auch was zu essen? Also hier ist eine Cola, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Diese Frage würde ich nicht Diana stellen, wie die Stimmung am Set. Deswegen frage ich auch gerade Tino. Die Stimmung ist, ich bin doch eben erst hier angekommen. Ich sag nicht, wie die vorher die Stimmung ist und inwiefern ich diese jetzt schon vermasselt habe. Also kann man sagen, gut genährt, gut gestärkt. Bist du hier an deine Tonaufgabe rangegangen? Bin ich hier an meine Grenzen gekommen, genau. Alles klar. Dann noch zum Abschluss vielleicht, hast du ja schon ein bisschen was verraten zu dem Film. Der Film soll ja irgendwann im Stream oder vielleicht im Kino kommen oder zumindest irgendwo auf welchen Plattformen veröffentlicht werden. Ne? Also er kommt ja, nicht nur wird vielleicht. Ja veröffentlicht. Also er wird ja veröffentlicht, aber er kommt jetzt vielleicht nicht ins Kino, aber das könnte noch ein bisschen dauern, aber es wäre natürlich super duper. Wenn er sobald Corona. Sobald er ins Kino kommt, nach der Corona-Zeit. Wenn du den Film jetzt soweit ihn kennst, was du schon erlebt hast, mit einem Wort beschreiben würdest, oder die Leute, die den angucken, ein Wort, was den beschreibt, was würdest du für ein Wort wählen? Sowas ein wie Wort. Aufregend, spannend oder irgendwas? Irgendein aufregend, Adjektiv. Spannend und irgendwas. Nee, mach Scherz. Okay, wenn du dich für eins von diesen dreien entscheiden müsstest, welches würdest du nehmen? Aufklärend. Aufklären. Das ist auch was. Tino, dann danke ich dir für dein Interview und wünsche noch viel Spaß bei deinen Angelausflug. Ne? Ich gehe immer gerne angeln, also ich kenne mich da aus. Vielen Dank. Alles klar, danke dir.